Nüsse, gesunder Genuss oder fette Sünde? Mandelernte in Spanien und der Turon. Veredeln von Nüssen aus aller Welt für den deutschen Markt. Schmackhafte Speisen und Süßigkeiten dank Nüssen. Haselnüsse aus dem Piemont und in Swissmade Ragusa. Aus der Not wird ein Erfolg. Mandelplantagen und ihre kostbaren Früchte in Spanien. Wenn Tausende von Traktoren mit Greifarm und Schirm ausschwärmen, weiß man, die Mandelernte hat begonnen. Mandelbäume mögen warme, lange Sommer, kalte, kurze Winter und keinen Frost im Frühjahr. Im Herbst werden sie geschüttelt und alle Früchte fallen in den Schirm. Rund 120 Bäume leert man so pro Stunde. Die Ernte kann beginnen, wenn sich die Fruchthülle öffnet und man die Frucht sieht. Normalerweise warten wir noch etwas, damit sie trocknet und man sie nicht künstlich trocknen muss. Spanien war zusammen mit Italien der erste europäische Mandelproduzent und ist heute der bedeutendste Europas. Es ist wichtig, dass man die Mandeln maschinell ernten kann, sonst ist es zu teuer. Mandelplantagen gehören in Spanien in der Regel Bauernfamilien, die je ein paar Hektar besitzen. Sie setzen kaum Dünger oder künstliche Bewässerung ein. Die Mandelbäume stehen im Trockenen. Fette Böden mögen sie nicht, aber sie brauchen etwas Regen. Es gibt sie vor allem in Gebieten mit wenigen Anbaumöglichkeiten. Wenn nichts mehr wächst, dann pflanzt man Mandelbäume. In der Gegend von Castellón bringen 3000 Bauern ihre Mandeln in die Kooperative. Da wird die Ladung zuerst kontrolliert. Das bestimmt den Preis. Sind viele Kerne feucht oder krank, gibt es Abzug. Für die exklusive Sorte Marcona gibt es 1,30 Euro pro Kilo mit Schale. Für die Valencia 80 Cent. Es ist sehr schwierig, obtener rendimiento suficientes. Es ist sehr schwierig, von diesem Ertrag zu leben. In dieser Region setzen die Landwirte auf verschiedene Produkte. Mandeln, Oliven, Gemüse oder Viehzucht. Dies, um Ertragsunregelmäßigkeiten auszugleichen. Die Mandeln allein sind nicht sehr rentabel. Weil sie nicht bewässert werden, sind die Erträge schwach. Aber sie sind ausgezeichnet. Nach der Kontrolle werden sie sofort geöffnet. Sind sie zu trocken, befeuchtet man sie. So werden die Schalen elastischer und verletzen beim Knacken durch Hämmer die Kerne nicht. Die Mandelkerne werden in der Kooperative weiterverarbeitet oder verkauft. Die Schalen als Brennstoff veräußert. In Europa sind vorwiegend kalifornische Mandeln auf dem Markt. Sie machen 3/4 des Weltanbaus aus und sind billiger als spanische. Wir exportieren nur 4-5%, weil wir spezialisiert sind auf nationale Sorten, die Marcona und die Valencia. Der internationale Markt orientiert sich vor allem am Preis und unsere sind nicht konkurrenzfähig. Sie sind zu teuer. Sie kommen ja aus Feldern mit niedrigem Ertrag und sie unterscheiden sich etwa im Fettgehalt und im Geschmack. Das hat seinen Preis, den europäische Importeure nicht zahlen. Wenn die Mandeln in der Fabrik von Antonio Rios geschält werden, geschieht das ähnlich wie in der privaten Küche. Mit kochendem Wasser. Luft bläst die Häutchen weg und Detektoren werfen schadhafte Mandeln aus. Die Haut ist aber nicht schädlich. Im Gegenteil. Mandeln samt Haut sind reich an Nahrungsfasern. Sie unterstützen eine gesunde Darmfunktion. Kontrolleurinnen picken die letzten fehlerhaften Kerne heraus. Alle, die das elektronische Auge übersehen hat.
Um die Mandeln fein hobeln zu können, muss man sie erwärmen. Dadurch werden sie weich und zersplittern nicht. Die gestifteten, gemahlenen oder gehobelten Mandeln gehen vor allem in Süßwarenfabriken und Konditoreien. Im Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Der Präsident ist auch Deutschlands Nussspezialist. Wir wissen, wenn wir unsere Ernährung so einstellen, dass wir uns abwechslungsreich ernähren und nicht zu energiereich, dass wir dann das Krankheitsrisiko beeinflussen können, senken können, und zwar deutlich senken können. Und in diesem Zusammenhang spielen eben auch Nüsse eine Rolle, weil es Studien gibt, die gezeigt haben, dass ein regelmäßiger Nussverzehr zum Beispiel zu einer Reduktion des Herz-Kreislauf-Risikos beitragen kann und die Gefahr des Bluthochdrucks reduzieren kann. Nüsse enthalten verschiedene Stoffe. Fast kein Wasser, aber mindestens 50% Fett. Hochwertiges Eiweiß und Kohlenhydrate. Vitamine, lebenswichtige Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen, ferner Spurenelemente und Antioxidantien. Sie sind gesund und kalorienreich. Mit den Nüssen empfehlen wir, dass die Portionsgröße bei täglichem Konsum möglichst nicht viel höher sein sollte als 25 Gramm, um eben der Frage einer überenergetischen Versorgung entgegenzuwirken. Nüsse sind ein naturbelassenes und wertvolles Lebensmittel und deshalb gehören sie auch in eine ausgewogene Ernährung mit dazu. 25 Gramm Nüsse haben 160 Kalorien. Gleich viel wie ein Kernenbrötchen. Und gleich viel wie 2 Portionen Früchte, also Birne und Zwetschgen zusammen. Die 25 Gramm Haselnüsse haben also 160 Kalorien. 100 Gramm Erdnüsse enthalten 580 Kalorien. So viel wie 140 Gramm Parmesan. Nüsse lassen sich fantasievoll kombinieren. Etwa mit Peperoni, Gewürzen, Knoblauch, Zitrone und Harissa. Hier entsteht ein Mhamra mit Walnüssen. Eine Paste, die zu Fladenbrot oder zu Gemüse passt. Der Algerier Boualem Hamoul führt in Bern ein Catering für arabische Spezialitäten. Das Mhamra hat er in Syrien kennengelernt. Nüsse binden die Flüssigkeit der Peperonimus und geben eine gute Konsistenz, wie bei der Walnuss-Joghurt-Paste oder beim Pesto mit Pinien aus Italien. In den Ländern rund ums Mittelmeer wachsen viele Nüsse. Und sie sind ein wichtiger Bestandteil derer Küchen, auch der Backwaren. Mandeln und Walnüsse sind die Grundlage für eine Füllung zum legendären Baklava, das in allen orientalischen Ländern bekannt ist. Hinzu kommen Eiweiß mit Zucker und Rosenwasser. Die Nüsse verbinden sich sofort mit dem Eiweiß und behalten die Feuchtigkeit. Wie beim Zimtstern oder den Schokoladekugeln nördlich der Alpen. Die Nussmischung kommt auf einen Filoteig. 5 Schichten wurden davor mit Butter bestrichen. Boualem Hamoul hat sich mit allen arabischen Küchen vertraut gemacht. Jede Region kennt ihr eigenes Baklava. Zum Beispiel in den Maghreb, sie machen es eher mit Mandeln. Nahosten, sie machen es mit Baumnüssen, mit Haselnüssen, Pistazien dazu. Und es ist nährhaft. Und erst noch lecker und herrlich duftend. Und hat übrigens nur halb so viele Kalorien wie Schokolade. Noch wenn die Baklava warm sind, begießt man sie mit einem Sirup aus Honig oder Zuckerwasser und Orangenblüten und bestreut sie mit fein gehackten, ungesalzenen Pistazien. Heute sind Baklava nicht nur in der arabischen Küche verbreitet, sie fehlen auf keinem festlichen Dessertbuffet rund ums Mittelmeer. Nussfette sind hervorragende Geschmacksträger. Sie lassen die verschiedenen Gewürze so richtig zur Geltung kommen. Sie verstärken deren Aroma. Das wirkt sich beim Kalusha mit seinen vielen Zutaten besonders gut aus. In Algerien, sie sagen Kalusha, es ist aus Haselnüsse, Mandeln, Kakao, Aprikosenmarmelade, Zimt, Halwa,
Und nachher wird gedreht in Kokosnuss. Jede Küche hat ihr eigenes Rezept. Das ist eher traditionell von meiner Mutter. Einfach in die Familie. So. Hamul verkauft zusammen mit seiner Frau die süßen und die salzigen Köstlichkeiten auf dem Samstagsmarkt in Bern. Es gibt keine einzige Kultur, die Nüsse nicht in ihre Ernährung einbezieht. Aber in allen Kulturen gelten Nussgerichte als etwas Besonderes, weil die Kerne überall relativ teuer sind. Und Leckerbissen mit Nüssen gibt es vorwiegend in der kalten Jahreszeit. Aber heiß, ja, langsam. Als Festessen oder als Vorrat, weil sie energiereich sind. Die Walnuss. Man kannte sie in Persien schon 7000 vor Christus. Die Griechen nutzten ihre Blätter in der Heilkunde. Die Römer weihten sie Jupiter. In der Schweiz nennt man sie Baumnuss. Sie gedeiht in allen Regionen der Welt, auch in kalten. Werner Fricker im schweizerischen Auenstein presst sie zu Öl. Bevor man sie zu ihm bringt, muss man sie trocknen lassen. Die Kerne sollten einen Drittel ihres Gewichts verlieren. Dann ist die Ölergiebigkeit am größten. Das ist zwischen Weihnachten und Mai. Die zerkleinerten Kerne kommen in die Presse, die der ehemalige Maschinenkonstrukteur perfektioniert hat, damit sie für seine private Kundschaft passt. Und schon presst das Öl aus dem Zylinder heraus. Kaltpressen nennt man dies. Die Leute bringen natürlich die Nüsse von ganz verschiedenen Landesteilen zu mir. Entscheidend ist der Ölgehalt, der Eiweißgehalt und die Trockenheit der Nusskerne. Und so muss sich die Maschine einstellen, das heißt die Drehzahl der Schnecke, die Größe der Matrize und die Vorheizung der Matrize, die spielen eine Rolle. Aus einem Kilo Walnüssen fließt ein halber Liter Öl, ein gesundes Öl. Und aus der Matrize schlängeln sich die sogenannten Pellets. Sie enthalten noch Öl, Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine. Pellets ist kein Abfall, wie viele Leute sagen, sondern das ist das Fleisch der Nuss. Man kann daraus Mehl machen und man kann es zum Backen brauchen. Werner Fricker gibt es seiner Kundschaft mit nach Hause. Walnussöl ist schmackhaft. Es eignet sich für die kalte Küche, etwa für Salate. Ja, die Nussöle an sich zeichnen sich aus durch eine sehr gute Zusammensetzung in ihrem Fettsäurespektrum, weil sie eben hohe Anteile an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren mit enthalten. Und das sind nun Fettsäurezusammensetzungen, wie man sie eben von Pflanzenölen auch kennt, die sich besonders gut auswirken eben auch auf unsere Blutfettwerte. Spanien hat mit seinem Reichtum an Nüssen einige Spezialitäten entwickelt. Eine der berühmtesten und traditionellsten ist der Turrón, ein Mandelnougat. Dutzende von Fabriken zwischen Alicante und Gijona stellen ihn her. Eine davon ist der Familienbetrieb El Artesano. Für den weichen Turrón von Gijona werden die Nüsse gewalzt und danach mit allen Zutaten gerührt. Wenn die Mandeln im Ofen rösten, ohne Zugabe von Öl selbstverständlich, dringt durch die Hitze Öl aus ihnen heraus. Es zieht sich aber bald wieder zurück. Meist verwendet man die feine Sorte Marcona, aber zu einem kleinen Teil auch die günstigeren kalifornischen Mandeln für den amerikanischen Markt. Zucker und wenig Eiweiß fließen in den Honig. Das Schaumigschlagen erledigt das Rührwerk. Es entsteht der Turrón von Alicante. Den Turrón haben einst die Araber erfunden, mit Honig und Nüssen, um die harten Tage in der Wüste zu überstehen. Denn sie spenden viel Energie. Die gerösteten Mandeln kommen in den Honigzuckerschaum. Und schon sind alle Zutaten beisammen. Die Mandeln machen über 60% der Masse aus.
Seit über 400 Jahren wird der Turrón in Spanien unverändert so hergestellt. Den gleichen Ursprung haben der Nougat von Montélimar, der Turrone in Italien und der türkische Honig. Ein Turrón zerfließt in der Hitze nicht wie Schokolade, ist also eine ideale Verpflegung in heißen Regionen, aber auch für Bergtouren. Er enthält außer Wasser alles, was der Körper bei großer Anstrengung braucht. Achtzig Personen arbeiten in der Hauptsaison im Betrieb. Von September bis November stellen wir 80% der Jahresproduktion her, weil der Turrón im Dezember zum Verkauf bereitstehen muss. Das hat Tradition. Alle Spanier wollen ihren Turrón an Weihnachten genießen. Nicht alle Menschen vertragen Nüsse. Einige sind allergisch auf das Eiweiß der Mandeln, Erdnüsse und Haselnüsse. Man geht davon aus, dass etwa 1% in der Bevölkerung von solchen Allergien dann betroffen ist. Bei den Haselnussallergien ist es so, dass die allerdings auch durch eine Hitzebehandlung zum Teil inaktiviert werden. Also wenn ich Haselnüsse dann röste, wenn ich Haselnüsse auch verwende eben zum Kochen, Backen, dann geht ein Teil eben zumindest dieser Allergenität verloren. Nüsse werden im Restaurant Braui im luzernischen Hochdorf deklariert. Sie stehen ab und zu auf dem Menüplan. Küchenchef Werner Tobler ist mit 15 Gourmillot-Punkten dekoriert. Bei ihm spicken die Kerne nicht weg. Man muss nur schauen, dass die Nüsse ein bisschen zusammenbleiben und sie mal aus der Hand herausgeben und sie dann zu schneiden. Und bitte schneiden, nicht hacken. Ganz, ganz langsam schneiden. Mit viel Gefühl. Er bereitet eine Terrine zu. Eine Vorspeise aus französischem Frischkäse mit Birnen, schwarzen Nüssen und selber zubereitetem Nussbrot. Nüsse lassen sich sehr gut mit Süßem und Saurem kombinieren. Auch mit Trockenfrüchten, die die Feuchtigkeit lange im Brot halten können. In unserer sehr saisonalen Küche findet die Nuss vor allem im Herbst und im Winter Platz. Wenn wir vielleicht nicht so viele Frischprodukte haben und dann froh sind, wenn wir aus irgendetwas Eingemachten etwas machen können, sprich Nüsse aufknacken und diese dann gebrauchen. Oder ein Glas öffnen und die Terrine mit einer schwarzen Walnuss dekorieren. Schwarze Nüsse sind unreife Nüsse. Die werden grün geerntet am Johannistag. Das ist die Zeit, wo die Schale noch nicht verholzt. Dann werden die über Wochen in Zuckersirup eingelegt, immer wieder aufgekocht, neu eingelegt mit Gewürzen. Und am Schluss haben wir diese schwarzen Nüsse, die wunderbar schmecken. Der Johannistag ist der 24. Juni. Bis zu diesem Tag muss man die grünen Walnüsse auch für den französischen Aperitif Vin de Noix gepflückt haben. Erdnüsse. Diese kommen aus Argentinien. Die Cerno AG in Luxemburg röstet und salzt sie für die Max Kine GmbH in Hamburg. Das Rösten verbessert den Geschmack und die Haltbarkeit. Und beseitigt die Bitterstoffe. Damit das Salz haften bleibt, werden die Nüsse mit Öl glasiert. Erdnüsse sind, botanisch gesehen, Hülsenfrüchte. Sie enthalten darum mehr Eiweiß und weniger Fett als echte Nüsse. Aber auch Kalium und Magnesium für die Muskeln und die Verdauung. Einmal mit Knabbern angefangen, fällt das Aufhören oft schwer. In Erdnüssen ist überhaupt kein Stoff drin, der süchtig macht. Und süchtig klingt ja auch so ein bisschen negativ, als wenn man damit nicht aufhören kann. Natürlich sind wir als Nussproduzenten immer daran interessiert, dass sie möglichst viel davon essen. Aber süchtig macht er nicht. Und Nüsse sind eigentlich unheimlich ehrliche Produkte. Es besteht eigentlich aus der Nuss und Salz. Und das war's. Wir haben keine Geschmacksverstärker, wir haben keine Haltbarkeitsmacher, wir haben keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe. Also die einzige Sucht, die darin besteht, das zu essen, ist vielleicht, dass man es gerne mag. Täglich wird die Produktion begutachtet. Die Farbe, die Röstung, der Geschmack. Alles derselbe Lieferant?
Die Max Kine GmbH handelt seit 1920 mit Nüssen aus aller Welt. Ist das Vietnam? Oder Indien? Kerne sind gleichmäßig. Also besser geht es. Ja. Im Labor werden auch immer wieder neue Gewürzmischungen ausprobiert. Wir machen das nach Versuch und Irrtum. Getreu dem Motto, das könnte doch gut zusammenpassen. Manchmal ist es furchtbar, man kann es nur wegschmeißen. Und manchmal sind gute Ansatzpunkte. Und man geht natürlich immer von seinem eigenen Geschmacksbild aus und versucht durch Schmecken, Schmecken, Schmecken besser zu werden. Und wenn man dann ein Produkt hat, wovon man selber überzeugt ist, präsentiert man es dem Handel und versucht dort Testlistungen zu bekommen, um den Konsumenten zu treffen. Und das ist die große Schwierigkeit für jede Neuheit auf im Supermarkt. Nimmt der Konsument das an? Auf 10 neue Entwicklungen setzt sich höchstens eine durch. Jede Lieferung, hier die der Cashewkerne aus Indien, wird kontrolliert. Als erste kultivierten die Indianer Brasiliens Cashews. Seefahrer brachten sie nach Indien und Afrika. Max Kine importiert sie seit 1970. Äußere Mängel erkennt man besser, wenn man die Kerne frittiert. Wenn die Ware absolut nicht der Spezifikation, der Vorgabe entspricht, wird sie von uns nicht angenommen. Diese Cashews haben wenig Fehler. Hier zum Beispiel haben wir Reste von der Samenhaut. Es wurde nicht korrekt geschält, wie es sein soll. Dann haben wir stellenweise Verfärbungen an den Nüssen. Es kann sein, dass es von einem Insekt eine Spur ist. Es kann an der Nuss selber gewesen sein. Dann haben wir zum Beispiel wie diese hier, Messereinschnitt. Das heißt, die Kerne wurden beim Schälen beschädigt. Es wurde zu tief mit dem Messer reingekramt. Nüsse werden meistens von Familienbetrieben angebaut. Und wenn jemand gute Nüsse macht, ist er ganz stolz darauf, dass er sie macht. Und er möchte die Person eigentlich kennen und möchte nicht anonymisiert sein als Lieferant. Insofern besuche ich eigentlich das ganze Jahr meine Lieferanten und folge den Ernten. Das heißt, man ist kurz vor der Ernte da, um ein Gefühl zu haben, wie ist die Qualität. Die Qualität von Nüssen verändert sich von Ernte zu Ernte, weil es ein Naturprodukt ist. Und dort besucht man seine Stammlieferanten und sichert sich die Mengen, die man braucht für das kommende Jahr. Die meisten Pistazien kommen heute aus Kalifornien. Bis anhin war Iran das wichtigste Anbauland. Schimmelpilze mit dem darin enthaltenen Giftstoff Aflatoxin sind das einzige Problem der Nüsse. Durch vorgängige Verlesetechnik werden kranke Nüsse aussortiert. Der Konsum ist unbedenklich. Es ist einfach zu essen. Wir haben immer mehr Single-Households. Keiner möchte mehr kochen. Insofern hat man es ready to eat. Der Nusskonsum in den westeuropäischen Ländern ist seit Jahren steigend. Zunehmend mehr Menschen ersetzen eine der 5 täglichen Früchte oder Gemüseportionen durch eine Handvoll Nüsse. Sogar die Lufthansa serviert Mandeln. Die Cerno AG veredelt sie sozusagen von Hand. Und alle 2 Monate bekommen sie ein anderes Aroma. Mithilfe von Sonnenblumenöl werden mal Salz, mal Gewürze beigemischt. Paprika ist in Deutschland ein Renner. Auch Curry zieht gut. Ansonsten liebt man es klassisch. Die Lufthansa-Beutel zu 15 Gramm haben 90 Kalorien. So viel wie eine Banane. Werner Tobler präsentiert ein Gericht mit Macadamia-Nüssen. Sie sind neu auf dem europäischen Markt und gelten als Königin der Nüsse. Das Hauptanbaugebiet ist eigentlich Australien. Man macht daraus wunderbare Snacks. Man kann sie brauchen für unser Gericht, das wir vorbereitet haben. Wir machen einen Zander mit der Macadamia-Kruste. Wir können Mandeln verwenden, wir können Pinienkerne verwenden, wir können gemischte Nüsse verwenden. Das spielt überhaupt keine Rolle. Er belegt den Fisch nur auf einer Seite mit Nüssen. Man hat die Kontrolle besser, dass sie bestimmt nicht verbrennen. Und den Garpunkt des Fisches kann man nachher auf der anderen Seite mit dem Fertigbraten perfektionieren. Wir geben etwas frische Butter rein zum Aufschäumen. Die Macadamia haben den größten Fettgehalt aller Nüsse. Wir richten den Fisch ganz vorsichtig an. Aber die in ihnen enthaltenen Fettsäuren sind wertvoll. Sie helfen den Cholesterinspiegel senken. Und die Macadamia munden mit dem Fisch ausgezeichnet. Und rundherum geben wir von diesem Zitronenbutter mit den Kapern. Die Inhaltsstoffe bei solchen Zubereitungsverfahren, die werden schon in der Regel weitestgehend erhalten.
wie gesagt, bis auf vielleicht einige Ausnahmen von sehr hitzelabilen Vitaminen, wie das Vitamin C, das dadurch dann reduziert werden könnte. Aber die anderen Inhaltsstoffe, seien es nun sekundäre Pflanzenstoffe oder seien es Mineralstoffe und Spurenelemente oder eben auch die Fettsäuren, die bleiben weitgehend erhalten. Auf den Hügeln des Piemonts, den Winden des nahen Meeres ausgesetzt, werden seit Jahrhunderten Haselnüsse angebaut. Sie gelten als die besten weltweit. In Lecuio Berrio, 700 Meter über Meer, gilt, ähnlich wie bei den Mandeln, wo Reben nicht mehr gedeihen, wachsen immer noch Nussbäume. Größtes Anbauland ist die Türkei. Dort wachsen die Haselnüsse auf Sträuchern. Im Piemont kultiviert man sie auf Bäumen. Sie fallen zu Boden, wenn sie reif sind. 7 bis 8 Kilo pro Baum. Wir behandeln die Bäume im Herbst mit Kupfersulfat und im Frühling mit Schwefel. Das Gras wird geschnitten und liegen gelassen. Es dient als Dünger. Wir verwenden keine Unkrautvertilger. Die Umwelt bleibt absolut sauber. José Noes Großvater begann in den 20er Jahren mit Haselnüssen. Der Vater führte den Betrieb weiter. Er selber arbeitete 10 Jahre in der Nussforschung eines Süßwarenherstellers. Ich habe eines Tages beschlossen, die Kulturen weiterzuführen. Es gefällt mir, alleine draußen zu arbeiten, sei es mit Maschinen oder von Hand. Das macht mich glücklich. Für die größeren flachen Plantagen engagiert er einen Spezialisten, der die Nüsse mit einem großen Gefährt einsammelt. Man muss sie schnell aufheben, damit sie möglichst keine Feuchtigkeit annehmen. Sie könnten schimmeln. Und ein Regen würde sie wegschwemmen. Die Ernte ist Ende August, Anfang September. José Noé zieht auch neue Bäume. Es dauert 10 Jahre, bis sie Früchte tragen. Die männlichen Blütenkätzchen reifen im Herbst, die weiblichen Blüten im Januar. Die Bestäubung besorgt der Wind. 30 bis 40 Jahre lang trägt ein Baum dann Früchte. Im elterlichen Hof hat Noé seine Verarbeitung aufgebaut. Als erstes muss er die Nüsse trocknen, an der Sonne oder in der Anlage mit Warmluft. Sie müssen die Hälfte ihrer Feuchtigkeit verlieren. Getrocknet halten sie fast ein Jahr. Man kann sie im Winter verarbeiten. Die Nuss ist ein Naturprodukt und deshalb unregelmäßig. Um sie mechanisch zu bearbeiten, muss man sie sortieren. Dazu haben wir mehrere Apparaturen. Die erste ist zum Kalibrieren. Beim Kalibrieren fallen die gleich großen Nüsse durch die Löcher in den Behälter. Ab 17 mm aufwärts, im Millimeterabstand. Die Apparatur für das Knacken der Schale lässt sich danach genau auf die Ladung einstellen. Die Nüsse werden zwischen zwei Metallplatten gequetscht. Da die Kerne durch das Trocknen geschrumpft sind und die Schale spröd ist, wird die Nuss nicht beschädigt. Nach dem Knacken werden sie gereinigt, nochmals kalibriert und kontrolliert. Die Haselnuss gilt als die älteste Obstart Europas. Man kennt sie bereits in der Steinzeit als Nahrungsmittel vor 10.000 Jahren. Und sie ist einer der Vorräte des Eichhörnchens, weil sie alles enthält, was es im Winter braucht. Die größten Nüsse werden geröstet. Bei eher niedriger Temperatur, rund 20 Minuten, ohne Zugabe von Öl. Für das Entfernen des Häutchens hat José Noé keine Maschine. Er verkauft seine Produkte an Nussliebhaber und an Konditoreien. Das Anliegen wäre schon, dass die Nüsse eben auch als ein positives Lebensmittel und naturbelassenes Lebensmittel berücksichtigt werden in einer ausgewogenen Ernährung. Die Nüsse haben viel Energie, sie sind ein energiedichtes Lebensmittel, das ist alles richtig. Aber die Zusammensetzung eben der Nüsse ist eigentlich positiv zu bewerten, sowohl was die Fettsäurezusammensetzung anlangt, als eben auch die Eiweißanteile.
Und insofern denke ich, sollte man den Nüssen einen guten Platz in unserer Ernährung einräumen. Macht man gerne. Umso mehr, als sie sich fast für jede Gelegenheit eignen. Sie passen auch ungesalzen hervorragend zum Wein. Sie sahen Nüsse, gesunder Genuss oder fette Sünde. Gleich anschließend den Swiss Made Ragusa. Aus der Not wird ein Erfolg. Mitten ins St. Immertal im Berner Jura zieht 1935, von Bern herkommend, ein Chocolatier, Camille Bloch. Er richtet sich in Courtelary ein und produziert bis heute erfolgreich. Pralinen, Tafelschokoladen und den Schokoriegel, der 1942 aus einer Not entstanden ist. Die Geschichte beginnt im Zweiten Weltkrieg. Da konnte man keine Rohstoffe mehr erhalten, das heißt Kakao vor allem, war knapp infolge des Krieges. Da hat mein Großvater nach anderen Rohstoffen gesucht und er hat Haselnüsse gefunden, die kamen aus der Türkei. Und er hat die ganze Schokolademasse durch eine Haselnuss-Pralinemasse ersetzt und so entstand das Ragusa. Dem Riegel gelang eine fulminante Karriere. Heute wird damit ein Drittel des Umsatzes erzielt. Vielleicht auch dank der Werbung. Vivere senza Ragusa è come vivere senza Ragusa. Che bocca dolce! Ragusa di Camille Bloch. Es gibt eine Stadt in Dalmatien, die heißt Dubrovnik und hieß früher Ragusa. Und das ist eine Stadt, die mein Großvater bereist hatte vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die Stadt hat ihm sehr gut gefallen und er hat den früheren Namen als Marke verwendet. Der Auftakt gefiel, wie sich Fabrikbesucher erinnern. 1942 war Krieg. Wir waren jung, hatten wenig Geld, also kaufte man ein Ragusa. Hatte man eine Freundin, kaufte man zwei. Das war neu, außergewöhnlich. Alle wollten Ragusa. Für mich war es die Pausenschokolade im Kino. Im Apollo. Ob das noch existiert? Aber Ragusa gibt's noch. Und dich auch. Jeder hat seine eigene Geschichte mit Ragusa. Und der Konsument, der einmal sein Produkt sucht, der will, dass sich nichts verändert eigentlich. Oder er will es nicht sehen, die Veränderung. Die Schokolade hat sich überhaupt nicht geändert, aber die Verpackung, da hat man leichte Anpassungen gemacht an den Zeitgeist, aber die mussten sehr behutsam gemacht werden und der Konsument musste einfach sein Produkt wiederfinden, das er kannte aus seiner Jugend und das er immer noch kennt und schätzt. Tout est plus facile avec, avec un Ragusa. Alles ist einfacher mit Ragusa. Le réveil avec. Das Aufwachen. Le plaisir avec. Das Vergnügen. L'entente parfaite avec. Das gegenseitige Verstehen. Tout est plus facile avec un Ragusa de Camille Bloch. Die Idee von Ragusa war eben dieses besondere Rezept mit Haselnusspraline. Es war aber auch die Form. Das heißt, es war nicht eine Tafel, es ist nicht eine Tafel. Am Anfang stand ein Riegel und heute ist es der Inbegriff des Schokoladeriegels in der Schweiz. Jetzt gibt es neben dem 50 Gramm Renner auch kleine Riegel, so 25 Gramm. Es werden Tafeln angeboten und alle Varianten im Zeitgeist auch mit schwarzer Schokolade. Rohstoffe sind reichlich vorhanden. Die Kakaobohnen kommen etwa aus Ghana, die Haselnüsse aus Italien oder der Türkei. Aber nach wie vor werden sie gut geprüft. Haselnüsse sind
heikel, sensibel, sie nehmen Feuchtigkeit auf, sie können weich werden, sie können zu groß, zu klein sein. Also das sind ganz viele Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass wir sie einsetzen können in unserer Schokolade. Aber die Qualität kommt dann auch von den ganzen Produktionsprozessen. Der Prozess ist ebenso wichtig wie die Qualität der Rohstoffe, aber ohne gute Haselnüsse kann man auch mit den besten Prozessen keine gute Ragusa machen. Fast 300 Kalorien stecken in einem 50-Gramm-Riegel. Früher hatte es noch die Bedeutung, es gab Energie. Man bewegte sich ja sehr viel mehr als heute und hatte weniger Energiezufuhr. Und deswegen war Schokolade auch für die Energie beliebt. Heute ist es noch ein Genussmittel geblieben. Mit Ragusa bleibt man jedenfalls munter. Il n'est pas mauvais le noir, il n'est pas mauvais. Je préfère quand même le clair. Oui, avec le praliné, ouais.